So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema O2Free. Ich bekomme immer wieder von euch Anfragen und bin selber sehr, sehr überrascht darüber, wie detailreich und wie interessant ihr doch verschiedene Dinge zum Thema O2Free findet und was ihr alles noch wissen wollt. Ich dachte, das Thema O2Free, das ist ein sehr, sehr begrenztes Thema. Aber da habe ich mich tatsächlich sehr geirrt. Deswegen heute ein weiterer Teil und die Anfrage kam von euch. Chris, wie schaut es denn aus mit Online-Gaming? Kann ich online spielen? Funktioniert das? Ja. Was ist beim Online-Spielen eigentlich im Prinzip das Wichtigste? Ein geringer Ping. Und wir schauen uns das Ganze heute mal an, wie gut oder nicht gut das Ganze funktioniert. Wir sehen wieder, ich bin im LTE, O2 LTE. Ich gehe eben vorab, damit ich mir da nichts unterstellen lassen muss von irgendwelchen, die vielleicht das erste Mal auf meinem Kanal sind. Gucken wir uns mal an, dass wir in der O2-Free-Option auch drin sind. Ziehe das Ganze hier einfach mal runter. Aktualisiere das Ganze mal hier. So, jetzt hat es auch geklappt. Wir sehen, ich habe den 1 Mbit hier schon verbraucht. Die Anzeige spinnt hier so ein bisschen, was den Datenvolumensverbrauch betrifft. Hier steht, ich hätte plus knapp 11 GB verbraucht. Hier unten steht bei neues Gerät, ich hätte 18 GB gebraucht. Das ist durch diese Multicards, ist das so ein bisschen verzögert sozusagen dargestellt. Warum ich im LTE bin und wie das für euch auch funktioniert, dass ihr im LTE-Netz seid, dafür verlinke ich euch oben rechts in der Infokarte jetzt nochmal ein Video. Denn normalerweise, vielleicht weiß es der ein oder andere von euch oder der ein oder andere von euch erlebt es auch, normalerweise, wenn ihr den 1 GB zum Beispiel im FreeS ohne Boost-Funktion verbraucht habt, dann werdet ihr ins 3G-Netz gestuft. Ne? Wenn ihr O2 FreeS Boost habt, habt ihr 2 GB und dann werdet ihr ins 3G gestoßen, also werdet aus dem LTE verbannt. Bei der Möglichkeit, die ich euch im Video aufgezeigt habe, oben rechts, wie gesagt, in der Infokarte eingeblendet, bleibt ihr im LTE-Netz. So, jetzt soll es nochmal kurz einen Speedtest geben, damit wir einmal schauen können, wie das Ganze aussieht. Wir sehen hier auch im Speedtest, wir sind im O2 LTE drin. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Test, dann schauen wir uns die Werte einmal an. Gut, wir haben hier einen Ping von 17, das ist grandios. Ja, Kollege von mir, liebe Grüße an Mirko, der würde sagen, Ehre, Bruder, Ehre. Ja, genau. Download-Wert haben wir knapp unter 1 Mbit, das passt, der Upload knallt immer leicht über 1 Mbit drüber. Man sieht am Anfang immer, er schlägt immer ein bisschen mehr aus. Jetzt fragen sich die ein oder anderen von euch, ja, kann ich denn jetzt hier mit diesen Werten spielen, online spielen? Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich mache mal das hier wieder zu. Und wir gehen mal in ein sehr beliebtes, bekanntes Spiel rein. PUBG Mobile. Das ist ein super Spiel von Epic Games. Das ist von dem gleichen Macher wie Fortnite. Hier werden jetzt nochmal Updates überprüft. Ja, kommen hier auch relativ fix rein. Ich will euch das jetzt mal zeigen, wie gut das hier funktioniert. Ich muss jetzt hier eben nochmal meine Belohnung des Tages annehmen. Jahrestag-Lotterie. Nee, will ich jetzt nicht. So. Ja, wir probieren das jetzt einfach mal und starten einfach mal. Ach, es wären jetzt sogar zwei Kollegen von mir online gewesen. Kann ich hier nochmal beenden? Kann ich mal gucken, ob ich hier... Nee, die befinden sich gerade im Match. Dann starte ich einfach mal so. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir sehen hier, das startet ohne Probleme. Ich hoffe, dass es mit dem Sound passt. Kann sein, dass der Sound auch bei euch so ein bisschen im Hintergrund zu hören ist. Und dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich habe jetzt hier die Mikrofone an von denjenigen. Das schalte ich jetzt mal aus hier.
damit wir da jetzt mal nichts hören, sondern nur die Musik. Hier geht es in 40 Sekunden los. Wir sehen hier unten links jetzt schon den Ping. Der beträgt bei mir 36, 32. Also das ist zum Spielen super. Also es ist hier auch, die Bewegungen sind sehr flüssig. Ihr seht das hier. Es funktioniert wunderbar. Wir können gleich nochmal schauen, wenn wir ein bisschen laufen, wie schnell die Karten hier quasi nachladen. Aber es funktioniert eigentlich im Prinzip super gut. Ja, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ihr könnt es euch jetzt gleich nochmal anschauen, wenn wir jetzt hier in 8 Sekunden starten. Aber ihr seht schon, ich laufe hier ohne Probleme und hier ruckelt überhaupt nichts. Ne? So, genau. Es funktioniert hier ohne Probleme. Ping 48. Ich sag mal so, ich habe das Höchste, was ich an Ping habe. Hier im O2 Free, also in der Free-Option, ist, glaube ich, das Höchste, was ich mal hatte, war 50. Ne? Also ich habe hier in der Regel immer so 32, 36 ist so der Ping, den ich dann so beim Online-Spielen habe. Ne? Jetzt gucken wir uns das Ganze mal ab. Ich folge mal der Numero Uno. War jetzt zu spät hier. Dann gehen wir einfach mal runter. Zack. Und ihr seht auch, also ich habe hier überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Das funktioniert sehr gut. Haben jetzt gerade einen Ping von 40. Weise da nochmal drauf hin. Ihr könnt natürlich die PUBG App, die ich glaube fast 3 GB groß ist auf dem iPad und auf dem iPhone, die könnt ihr über O2 Free auch laden. Ja, ist gar kein Problem. Das dauert natürlich entsprechend lange. Ne? Ist vollkommen klar. Ja, also das Runterladen des Spiels, das solltet ihr vielleicht in irgendeinem WLAN-Hotspot machen, wenn ihr zu Hause kein WLAN habt. Aber das reine Spielen, ihr seht das hier, das funktioniert ohne Probleme. Gucken wir mal hier auch. Hier ruckelt nichts. Das ist einwandfrei. Guck mal, jetzt sind wir sogar beim Ping von 60, aber es läuft immer noch flüssig. Jetzt ist er aber auch schon wieder runter auf 40, der Ping. Also es ist eine ganz, ganz schöne Sache, finde ich. Ich spiele das ab und zu mal mit ein paar Kollegen. Es hat mir mal ein Kollege gezeigt, hat gesagt, guck mal, das macht Spaß, das ist kostenlos, kann man sich kostenlos runterladen. Vielleicht für den einen oder anderen von euch auch ganz interessant. Ich gucke jetzt mal hier. Vielleicht sind hier auch irgendwo Leute noch in der Nähe. Dass man nochmal gucken kann, wie die Reaktionszeit so ist. Ping von 36 unten eingeblendet. Bin auch froh, dass jetzt hier, oder hoffe, dass das Screencast-Programm von Apple das jetzt hier auch ohne Probleme mitmacht. Jetzt bin ich hier gerade aus der Zone rausgelaufen. Laufen wir mal in die Zone wieder rein. Vielleicht spielt der ein oder andere von euch ja auch PUBG ab und zu. Ich spiele das jetzt nicht suchtmäßig jeden Tag, aber immer mal wieder, um zwischen der Arbeit mal einen freien Kopf zu bekommen, ist das eine schöne Sache. Ne? Jetzt, ihr seht schon hier, das ist total ruckelfrei, das passt. Ping pegelt sich so ein zwischen 30 und 40. Unten links seht ihr das immer eingeblendet. Falls ihr euch fragt, wo ihr das Ganze seht, ist unten eingeblendet. Und ihr seht hier auch, ich gehe hier überall zügig durch und es ist alles direkt fertig geladen. Beziehungsweise das Kartenmaterial hat man ja entsprechend schon runtergeladen. Also hat er auch gar nicht so viel, was er da ständig anzeigen muss, gehe ich mal von aus. Nebenbei gesagt, ist schon krass, ne, heutzutage, oder? Dass man jetzt so auf dem iPad hier so eine hochauflösenden Spiele spielen kann, das ist schon irgendwie ein dickes Stück, ne? Aber hier ist jetzt gar kein, den wir mal zersägen können. Schöner Level 3 Rucksack hier. Bisschen Schmerzmittel tut auch gut. Ist denn hier gar keiner?
Mitspieler hier, den hat es schon erwischt. Aber ich bin da viel zu weit weg. Über 500 Meter bin ich entfernt. Jetzt gucken wir mal. Ein bisschen von ein bisschen sehr hoch gesprungen eben. Ja, ich glaube, man sieht das ganz gut. Mit der Free-Option bei O2 kann man hier ohne Probleme auch solche Shooter-Games online spielen. Der Ping passt. Probiert es gerne selber mal aus. Ich habe da bisher überhaupt gar keine Schwierigkeiten gehabt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Standorte, wo das WLAN wesentlich schlechter ist, vom Ping natürlich, als über LTE. Dann in der Free-Option reinzugehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn weitere Videowünsche zum Thema gewünscht sind, einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.